So, willkommen im nächsten Video und zwar den gängigsten und relevantesten Fehlerbildern in der Rudertechnik. Wir steigen direkt ein und du hast es ja schon gerade im Schlagaufbau gesehen. Ich habe ja auch schon einzelne Sachen angesprochen. Sind alle Punkte super relevant? Es soll eigentlich im Optimalfall so aussehen, wie du es im Schlagaufbau gesehen hast. Was sich meistens einschleicht, sind folgende Sachen. Ganz banal, dass aus der Rücklage, in der wir immer starten wollen, das hast du im Schlagaufbau deutlich gesehen, die Knie gebeugt werden und dann hier sowas passiert. Also die gesamte Vorrollphase, wie wir dazu sagen, wird eigentlich vermixt und unstrukturiert durchgeführt. Und außerdem kommt es zu Instabilitäten, die sich, das ist fast so ähnlich wie im Gewichtheben, dass jeder Fehler, der sehr früh gemacht wird, sich später auch nochmal auswirkt. Hier zeige ich dir jetzt mal so die gängigste Fehlerverknüpfung, dass wenn du das so machst, dann die Hände nach vorne bringst, über die Knie geführt, was schon ein sehr gravierender Fehler ist, das dann meistens in so einer Rücklage resultiert und ich gar keinen Oberkörperrückschwung mehr reinbekomme in die ganze Bewegung. Also es ist eigentlich eine Verknüpfung von zwei super relevanten Fehlern, die sich häufig summieren, aufeinander aufbauen oder wie auch immer man das formulieren mag. Teilweise gibt es die Fehler auch nur einzeln. Dann sieht das Ganze so aus, dass ich halt hier beuge, rüberführe, völlig ineffizient und dann trotzdem nach vorne lege und das dann so mache, also einen Oberkörper ausholen. Das passiert häufig in CrossFit-Workouts oder auch im HYROX-Wettkampf, teilweise auch in Trainings, wenn man besonders viel Effort machen möchte. Und jetzt komme ich auf den Punkt der Effizienz, nämlich, dass nur weil sich Rudern anstrengend anfühlt, ist es noch lange nicht schneller. Da werde ich wahrscheinlich auch in folgenden Kapiteln noch drauf kommen. Und das ist super, super wichtig. Wenn du alleine nur diesen einen Punkt aus dem gesamten Kurs mit rausnimmst, hast du eigentlich schon gewonnen. Ja, weil das ist ganz, ganz wichtig, dass die optimale Technik hier zur Anwendung kommen muss. Denn ansonsten bringt das Training nichts. Heißt also, du solltest immer darauf achten, dass die Sortierung, wie ich sie dir im Schlagaufbau gezeigt habe, aufrechterhalten bleibt. Und das Ganze sieht dann so aus, dass also erstens Fehlererkennung, erst Beine beugen, Hände drüber führen, don't do it. Was wir immer machen wollen, also hier direkt die Korrektur, Arme lang, Oberkörper vor. Merk dir einfach, das Fenster für die Knie zu öffnen und dann bist du hier automatisch schon in diesem sich parallel verschiebenden, leicht vorgeneigten Oberkörper. Und dann hast du hier vorne auch direkt kraftschlüssig mit Spannung im Bauch den optimalen Abdruckpunkt. Genau. Den zweiten Fehler habe ich gerade schon angedeutet, ist dieses frühe Oberkörper zurückwerfen. Und das siehst du und erkennst du sehr gut daran, wenn du dir die Position vergleichst, die ich auch schon erklärt habe hier mit den senkrechten Schienbeinen ganz zu Beginn, dann ist der Sitz immer in gewisser Weise weg von den Hacken. Und daran erkennst du, wenn du dich mal seitlich filmst, wenn der Sitz, also erstens, wenn die Einstellung nicht optimal ist und wenn der Sitz zu sehr an die Hacken rollt, dann passiert Folgendes. Dann rollst du hier so rein und jetzt nähert sich der Sitz viel zu nahe den Hacken. Der Oberkörper ist schon zurückgeworfen und jetzt muss ich ausschließlich aus den Beinen treten. Ja, und das ist natürlich großer, großer Mist sozusagen, weil wenn du dich im HYROX oder in Workouts befindest oder überhaupt einfach nur effizient rudern möchtest, dann trittst du dir halt die Oberschenkel vorne komplett müde, benutzt die Oberschenkelrückseite annähernd gar nicht. Und das ist natürlich eine hochgradig ineffiziente, muskuläre, gleichmäßige Auslastung, also eben eine ungleichmäßige Auslastung, während du, wenn du die optimale Ruderbewegung etablieren würdest, deine Gesamtbelastung auf viel mehr Muskeln verteilen würdest. Das gilt natürlich noch insofern, jetzt sind wir schon fast so ein bisschen bei der Trainingsplanung, dass man natürlich gucken muss, dass das erstmal auftrainiert werden muss. Das heißt, es wird sich, wenn du dir eine nicht optimale Technik angeeignet hast, erstmal anstrengender anfühlen. Aber diesen Punkt musst du sozusagen überkommen, also wegtrainieren, damit du dann wirklich erholter, bei tendenziell sogar weniger Pulsschlägen, mehr Output vorne am Display siehst. Darauf kommen wir noch im nächsten Kapitel. Na, also ich hoffe, ich kann dir jetzt schon so die Idee mitgeben, wie komplex das Ganze ist. Wenn man aber alle Punkte weiß, ist es total einfach. Das bauen wir noch auf in diesem Kurs. Und dann kannst du wirklich optimal performen. Das heißt, merk dir, die Stemmbretteinstellung ist relevant für den optimalen Abdruckpunkt. Der Sitz braucht auch im Umkehrpunkt, im sogenannten vorderen Umkehrpunkt, immer eine optimale Distanz zu den Hacken, damit du hier mit der Parallelverschiebung wegdrücken kannst. Und was nicht passieren soll, Fehlererkennung für dich, dass sowas passiert.
Weil letztendlich ist das immer so, ach, ich will schnell viel Druck an der Kette haben, aber verschenkt damit komplett die Arbeit der Hamstrings, die eigentlich erst hier passieren soll. Weil diese Oberkörperpeitsche, wie ich sie gerne nenne, so ein bisschen so eine oldschoolige Formulierung, die ist eigentlich super effektiv, damit viel Kraft. Da kommt teilweise aus dem letzten, ja, ich sag mal Drittel, aus dem letzten Viertel des Beinstoßes übergehend in die Oberkörperpeitsche plus die Endbeschleunigung der Arme die meiste Power raus. Das sehen wir später auch in der Kraftkurve. Also Fehler bitte nicht machen, Oberkörper werfen und dann nur treten. Was wir machen wollen, ist parallel verschieben und dann schwungvoll nach hinten die Beschleunigung aufbauen. Ganz, ganz wichtig. Ganz zu Beginn habe ich auch schon erklärt, die richtige Griffhaltung. Was du auf keinen Fall machen solltest, ist zu weit rumgreifen, weil dann hast du tendenziell direkt so vorgeneigte Schultern. Und das bedeutet, dass man meistens auch vorne so anreißt, also das führt so eins zum anderen dann. Wenn das dann sich kombiniert, ne, dann sowas passiert, das ist so Worst Case. Selbst wenn es gut wird und du dann hier so reinhackst, wir sagen immer T-Rex-Rudern dazu, weil das aussieht wie so ein T-Rex seine Arme. Das wollen wir nicht, ne? Wir wollen hier schön locker bleiben, aus dem Körper schieben. Also nicht verkrampft zugreifen, nicht reinhacken. Ne? Und dann resultiert es meistens noch in einem Fehler der kompletten Hals-Nacken-Verspannung. Wenn du dann hier, wir sagen über den Innenhebel, also über den Griff fällst mit den Schultern, weil wir eigentlich hier hinten schön locker und offen sein wollen. Und ganz am Ende eigentlich auch nur noch den Griff so ranlaufen lassen, um dann locker wieder rauszugehen. Heißt, Fehler wäre, du siehst auch schon, ich krümme mich dann so ein, das ist fast wie so ein Angstreflex. Einen noch falsch, im Vergleich zu richtig. Ich kann auch direkt viel mehr Schwung reinbringen in die Bewegung. Und da siehst du schon den Unterschied in der Effizienz, die Beschleunigung aufzubauen mit einem geöffneten Körper, lockeren Armen, nur die Finger machen das Nötigste für diese Beschleunigung. Und dann bist du schon die drei größten Fehler komplett los. Das ist super, super wichtig. Also versuch diese drei Fehler auf jeden Fall zu vermeiden. Dann ist dir eine optimale Ruderbewegung eigentlich schon sicher. Und weiter geht's im nächsten Kapitel.